Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kopp. Unser Thema heute Little Red Princess, Lowberry Little Red Princess auf Balkon und Terrasse. Wir haben in diesem ersten Jahr der Markteinführung der Lowberries natürlich auch Little Red Princess bei uns im Garten kultiviert. Ich muss mich korrigieren, eigentlich hat meine Frau die Pflanzen den Garten im Griff. Sie macht das neben ihrer Arbeit in der Baumschule noch am Feierabend und so, dass ich dann an diesem Morgen hier wunderschön im Garten filmen kann. So haben sich die Lowberries Little Red Princess jetzt entwickelt im 14-Liter-Topf. Das ist eine Größe, die ich empfehlen kann. Also man topft in den 14-Liter-Topf zwei 1,3-Liter-Töpfe, zwei Jungpflanzen oder einen 5-Liter-Topf und hat dann im zweiten Jahr diese Pflanze. Wir haben sie als Sommerhimbeere gezogen, haben also die letztjährigen Ruten belassen, nur die Fruchtstände weggeschnitten und jeder Seitentrieb hat jetzt im Frühsommer, im Juni zu fruchten begonnen und jeden Tag können einige reife Früchte geerntet werden. Und neben diesem Nutzen hat man natürlich auch die Freude, die Früchte der eigenen Gartenarbeit auf kleinstem Raum, kleiner als 1 Meter hoch, zu genießen. Und naja, die Pflanze ist auch sehr attraktiv, also auch dieses Ensemble mit Rosen rechts, mit der Kiwi oben, mit den Lavendeln, mit den Koniferen im Topf zeigt. Eine sehr schöne Zierpflanze auch, von der man jeden Tag ein paar Früchte genießen kann. Verloren im Labyrinth, aber ich weiß den Weg. Hier geht's zu Lubera.com, zu unserem Shop mit über 5000 Gartenpflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier geht's zum YouTube-Channel, da können Sie sich einschreiben. Hier unten, da geht's zu gartenvideo.com, wo Sie viel einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Und jetzt gehe ich weiter.